Allerbeste, nicht herzliche Freunde, herzlich willkommen, nicht herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, heute kommt mal wieder was ganz Innovatives auf meinem Kanal. Übrigens, ich habe 900.000 Abonnenten. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich habe 900.000. Ich läute jetzt die letzten 100.000 Abonnenten ein. Digga, ich würde dich mal bitten, einfach mal an der Glocke so ein bisschen über dir zu rütteln. Der Weg zu den 1 Million wird jetzt aber ganz rapide. Ganz rapide, das könnte man sagen. Ganz rapide in Angriff genommen, Leute. Deswegen jeder, der noch meinen Kanal nicht abonniert hat. Leute, es kostet nichts, es ist kostenlos. Abonniert mal meinen Kanal. Ich will 1 Million haben. Sobald ich 1 Million habe, mache ich nur noch Placements, dann bin ich reich. Wir spielen heute in der Runde Zeichnen. Und zwar habe ich dafür keinen geringeren Gast geladen als Barit selber. Digga, was für eine Einlaufmusik. Jetzt, wir müssen echt mal aufhören mit Killer. Ich erkläre das Spiel. Pilger hinter der Kamera hat Begriffe, die wir zeichnen müssen. Aber die Begriffe sind so offensichtlich, dass zum Beispiel, wenn man sagt, damit kann man fliegen, Flugzeug ausgeschlossen wird von Pilger. Sprich, wir zeichnen was und der Bessere, der in 30 Sekunden das Bessere zeichnet, hat gewonnen. Ich glaube, wir spielen einfach mal eine Partie und dann ist eigentlich alles selbsterklärend. Ja, dann fangen wir mal an mit Ballsportarten außer Fußball. Warum ist dir das so wichtig? Ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht. Oh Gott, was hat der denn für Proportionen, Alter? Zeig du zuerst. Ich Tennis. Ist eine Ballsportart. Oh, fuck, Digga, ist auch so scheiße intelligenter als meins. Ich hab Basketball und ich hab einfach mal mich gezeichnet, wie ich halt Oha, hier... Oha, wie groß bist du, Alter, wie ein Basketballkorb. Digga, was, ist mit was soll ich machen? Die Proportion... Wie groß ist der? 3,50 Meter oder was? Digga, ich bin 3,50 Meter. Jetzt müsst ihr ganz kurz entscheiden, Leute, ist halt ehrlich. Basketball, boah. Guck mal, wie groß dein Ball ist. Basketball, bin ich ehrlich, wäre jeder gekommen, auch die Jungs nicht. Ja, Mann. Komm, wir gehen so. Geh noch einmal mit mir Basketball spielen, Digga. Frag noch einmal, auch wenn du noch nie gefragt hast. Frag noch einmal, wir gehen wieder. Zeichnet etwas, mit dem man fliegen kann, außer mit einem Flugzeug. Digga, den Punkt nehme ich so safe mit nach Hause. Oh mein Gott. Wenn ich den Punkt nicht mit nach Hause nehme, dann heiße ich Josef Mozaret zum Beten. Oha, wie gut sieht da jetzt aus, Digga, guck mal jetzt. Das ist halt ein Berg und das Digga, ist es eine Folge von was Dinger? Was ist das? Wie heißt es? Was ist das? Das ist ein Berg. Und was ist das, um das Ding runde Wolke? Falsch. Leute, nein, das gibt's so nicht. Macht man das. Also wenn man Parasegeln geht, heißt Paragleiten, ja. Dann auf jeden Fall so. Ich habe sogar, wir müssen mal auf die Details achten. Das sind ja alle Statements. Hier ist schon wieder die Cap am Start und ein Typ, der nicht lacht. Punkt für Sascha. Ist das? Schlägersportarten. Außer Tennis. Fünf Jungs. Das ist Rap aus Leute. Oh nein, bin ich ein Idiot. 3, 2, 1. Digga, Baseball, guck mal. Und der Baseball, Digga, Schlägersportart. Er denkt, nee. Jetzt, wenn du mir jetzt mit dem Argument kommst. Warte, yo. Guck mal jetzt mal ganz ehrlich, was ist deins? Meins ist nicht Eishockey, Digga. Eishockey, darauf kommt jeder. Es ist verficktes Feldhockey. Es ist mit der Sonne, es ist draußen, Digga. Sieht aus, als hätte der einen Joint in der Hand. Sieht aus wie, wie so eine Kanone aus dem Zweiten Weltkrieg, die von so einem Panzer weggeschossen wird. Ich muss ehrlich sagen, da kann ich keinem einen Punkt geben. So. Ja, okay, bin ich auch zufrieden. Mach mir eins, dann fick ich dich. Was glaubt ihr, was so fantasiemäßig InScope gerade tut? Und ihr müsst mich zum Lachen bringen. Safe. Meine Geschichte ist, da er ja morgen nach Berlin fliegt. Oh fuck, er denkt so weit. Er fliegt. Guck mal, wie er schon erzählt. Realistisch, so. Morgen nach Berlin. Ich habe mit ihm vorhin telefoniert. Er meinte, hey, Digga, ich bin voll im Stress, ich muss so ein Video schneiden und so. Deswegen sitzt er vor seinem PC. Really, nigga. Mit seiner E-Fluppe hier und schneidet sein Video gerade am PC. Und jetzt habe ich dich gefilmt. Hey, lach doch mal, das ist übel lustig. Deine Freundin lacht sogar. Guck mal. Ich seh Tanias Gesicht. Hey, der sieht doch voll lustig aus. Nico ist, wie wir alle wissen und gesehen haben, in der übelsten Massephase, ja? Nico sitzt nicht daheim am Videoschneiden. Nico besorgt sich was zum Essen. Und zwar bei McDonald's im McDrive. Das hier ist ein Mitarbeiter, der zeigt Nico den Mittelfinger. Hier ist eine Lupe zu Nico. Nico sitzt hier übrigens auch extra dicker gezeichnet. Am Beschweren, weil der McDrive-Arbeiter will ihm nicht mehr zum Essen geben, weil Nico schon zu oft vorbeikam. Hier ist übrigens das Spieleparadies. Und in der Rutsche hier steckst du gerade fest. Und das macht gerade Nico im McDrive. Digga, deins ist realistisch, aber nicht lustig. It was at this moment. Bye. Nee.
He fucked up. Leute, damit habe ich das Video gewonnen. Schreibt es mir in die Kommentare. Schreibt es mir in die Kommentare, was? Peter, was willst du jetzt machen? Jetzt mal ganz ehrlich, schreibt mir in die Kommentare, wer besser war. Ja, schreibt, okay, schreibt in die Kommentare, wer besser war. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass ich hier als eindeutiger Gewinner rausgegangen bin. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Es heißt auch wieder mal an dieser Stelle. Weil mein Ruf kaputt geht, nicht deiner.